Listen to me now. Die Schüler der NME Stegersbach haben gemeinsam mit ihren Lehrern im Rahmen des Schulprojektes Dorf Zukunft Burgenland viele Ideen präsentiert. Es wurden Probleme aufgezeigt, aber auch Lösungen präsentiert. Also wir haben beim Projekt in Stegersbach verschiedene Punkte ausgesucht, was wir für uns verbessern könnten und einzelne Punkte für die Überbegriffe ausgesucht. Also zum Beispiel bei Vereinen haben wir gedacht, die Mädchen haben bei Sport eigentlich fast gar keine Vereine mehr. Also weil als Jugendvolleyballteam gestrichen geworden ist, ist eigentlich jetzt nichts mehr. Außer ein paar Hockey, aber das ist halt auch. Und dann bitten wir noch um bessere Zusammenarbeit. Also die Zusammenarbeit bei den Vereinen ist eh sehr gut. Nur halt zum Beispiel, wenn jetzt der Sportverein eine Veranstaltung hat, dass dann der Musikverein zum Beispiel nicht am gleichen Tag auch so ein Festl hat, also dass es zusammenfällt. Und dann haben wir noch gedacht, die Stegersbacher Gemeinde hat Website, also wo verschiedene Veranstaltungen um sind, also gesamten. Aber ich persönlich schaue nicht auf die Website, sondern wir täten uns alle besser tun, wenn wir eine App dafür hätten. Also wo alle Festel um sind und Veranstaltungen, was jeder Verein macht. Also. Und als nächstes hätten wir die Jobs. In Stegersbach sind sehr viele Jobs, also zum Beispiel bei Castell suchen sie jetzt auch wieder Angestellte. Und ja, da täten wir auch wieder bei der App, dass da so verschiedene beim Unterpunkte halt bei der App eintragen werden, bei Jobs, die was wir brauchen, also die was wir suchen. Und da wird halt auch fürs Dorf besser, wenn wir also auch im Dorf einkaufen gehen, zum Beispiel beim Unimarkt und Spar. Und ja. Als nächstes wird die Jugend, also es gibt ein Jugendhaus in Stegersbach, aber das ist halt jetzt auch schon alt und wir denen sie auch ein Jugendhaus, ein neues wünschen. Aber das, was nicht inmitten vom, also nicht im Dorfzentrum steht, sondern eher am Rande. Weil wenn wir jetzt zum Beispiel Musik hören, dass sie da keiner aufregen kann. Also, ja, zum Thema Wohnen, dass man hinten ist ja das Altersheim aus Selnikura, dass man das weiter ausbauen, weil wir wollen ja, dass unsere Omas und Opas auch gut geht und dass wir dann, wenn wir alt sind und halt im Dorf bleiben, dass wir dann auch was haben, dass wir nicht irgendwo anders siegen müssen. Bei Bildung haben wir sich auch noch gedacht, weil die Gemeinde hat früher auch Bibliothek gehabt, aber die haben sie jetzt auch schließen müssen, dass man wieder so, es ist so eine Idee aufgekommen, dass man in einer alten Telefonzelle so einzelne Abteile machen mit Jugendbücher, Kinderbücher und das Ganze, dass man das dann irgendwo in Stegersbach hinstellen, dass dann jeder die Bücher ausnehmen kann und ja, die können dann ihrem, also muss man dann immer zurückgeben. Und es war halt auch die Frau Sibylle Bader hat uns halt auch sehr unterstützt bei dem ganzen Projekt und da sagen wir auch Danke. Ja. Es gibt noch mehr Ideen. Also, ich bin Stegersbach aufgewachsen, will eigentlich auch nie weggehen, weil mir gefällt es. Und ich will da einmal arbeiten. Und es ist, man kann viel in Stegersbach machen, es gibt da viel. Und ich darf mich auch viel fürs Jugendhaus einsetzen, weil da kann man sich treffen, auch wenn es regnet, dass wir doch über den Kopf haben. Und ja, das war es eigentlich schon. Also ich spiele jetzt eigentlich schon seit meinem vierten Lebensjahr Fußball, aber es hat nie so richtig die Chance gegeben, dass wir im eigenen Ort Fußball spielen, also eine eigene Mannschaft. Und deswegen muss man jetzt locker schon so 20 Minuten, wenn eine halbe Stunde vor, dass man zum Training kommt, weil es wären genug Jugendliche, die interessiert sind für Fußballspielen in Stegersbach, aber es ist einfach nicht möglich, dass es auch 14 oder so gibt, es gibt halt nur 16 und das schaffen wir körperlich einfach noch nicht, dass wir dort mithalten können oder so. Also wäre es super, wenn Stegersbach auch U14 hätte, wo unser Altersklasse halt auch spielen kann. Der Bürgermeister kann sich vorstellen, einige Projekte umzusetzen. Wobei zu ergänzen ist, dass durchaus jetzt ein Bereich auf das App zum Beispiel, das da besprochen wurde, es Möglichkeiten zur Kooperation mit der Handelsakademie geben könnte. Wir haben heute Abend zum Beispiel die Präsentation von der Homepage des Kindergartens, das die Hackschüler als Projektarbeit gemacht haben.
Da haben wir als Gemeinde die Kosten übernommen, also was jetzt die Anmeldung und das alles so Kleinigkeiten eigentlich sein. Und die haben das programmiert für den Kindergarten. Und genauso kann ich mir vorstellen, dass da Klassen gibt, die im IT-Bereich sehr viel arbeiten. Und wenn man mit denen mal in Kontakt herstellt und so Kind jetzt unsere App eventuell aufbauen und so sollte das ausschauen, dass das durchaus eine interessante Projektarbeit für die HAK sein könnte. Dem Vorschlag der Schüler, eine Stegersbach-App zu erstellen, steht der Bürgermeister positiv gegenüber. Die Schüler haben auch konkrete Vorstellungen, wie die App aussehen soll. Also ich dachte, also so eine App zum Oberlohnen und dann gibt es so verschiedene Kategorien, wo du anschauen kannst, Jobs, Wohnungen oder wo es Festl, zum Beispiel Feuerwehrfestl und so Informationen vorstellen. Welche finanziellen Unterstützungen die Schüler für ihre Projekte bekommen können, erklärt Landtagspräsidentin Verena Dunst. Ja, das kommt aufs Projekt drauf an, je nachdem. Ne? Ist ein EU-weites Projekt an 50%, ist es ein Tourengang, weiteres über die normale Dorferneuerung förderbar 30%. Und dann kommt es auch wieder darauf an, was das ist. Eine investive Maßnahme, ist es etwas wie beispielsweise eben die App und so weiter. Falls euch das interessiert, das haben wir vergessen vorher zu sagen, ich habe es vergessen, nicht wir, braucht es nur hineingehen ins Internet, schaut mal bei der Landesregierung, findet ihr Dorfentwicklung und dort seht ihr dann auch die Richtlinien, wo es gefördert wird und was, wie hoch, wo man beantragen muss, das könnt ihr auch gleich lernen dabei. Weil diese Projekte können ja auch gefördert werden, die ihr da teilweise verlangt. Ne? Nicht nur Pädagogin da in der neuen Mittelschule Stegersbach, sondern auch im Gemeinderat Stegersbach tätig. Und es war sehr spannend für mich, weil die Schüler, die 13-Jährigen, schon sehr kritisch sind. Das heißt, denen kann man nichts mehr alles so vormachen, die hinterfragen einiges. Und darum auch speziell mit dieser Gruppe zu arbeiten, weil die haben wirklich tolle Ideen gehabt.